Wenn man ins Unternehmen reinkommt, denkt man, hier will doch jeder arbeiten. Toll aufgestellt, die Stimmung ist toll, modernste Geräte und trotzdem fällt es dem Unternehmen schwer, Fachkräfte zu finden. 1994 habe ich die Firma von meinem Vater übernommen und mittlerweile haben wir die Bereiche rein von der Baublechnerei auf Komplettbäder, Heizungssanierung und Kundendienst erweitert und haben ein 30-köpfiges Team. In der Zeit, wo ich den Betrieb aufgebaut habe, da war es dann doch noch so, dass es vielleicht ein bisschen leichter war, den ein oder anderen Mitarbeiter mit ins Boot zu kriegen. Heutzutage ist es nicht mehr ganz so einfach. Heutzutage ist es so, dass die Vielfalt von den Angeboten da ist, dass eigentlich, sag ich mal, jetzt keiner mehr Handwerk machen will, obwohl es auch ein zukunftsträchtiger Beruf ist. Und wenn ich sehe, auch ein Beruf, wo man mit Freude erfüllen kann. Unsere Firma ist ein erfolgreich etabliertes Familienunternehmen hier in der Region. Und trotzdem haben wir mit einer Situation zu kämpfen, die auch andere Betriebe betrifft, nämlich den Fachkräftemangel. Und das alleine zu bewältigen, schaffen wir nicht. Heute bewirbt sich kein Mitarbeiter mehr, ohne vorher die Webseite des Unternehmens besucht zu haben. Da geht es natürlich darum, darzustellen, was tun wir. Wir sind ein tolles Unternehmen, wir sind ein erfolgreiches Unternehmen. Das ist extrem wichtig, auch für jeden Bewerber. Aber dann ist es auch schön, wenn ich als Bewerber auf eine Seite komme und da geht es nur um mich. Die Firma Reinick macht extrem viel für ihre Mitarbeiter. Und deshalb war mein Vorschlag, dass man die tollen Dinge, die man macht, auch mit auf die Webseite nimmt, auch den potenziellen Bewerbern zur Verfügung stellt, damit die sich fürs Unternehmen begeistern können. Da ist dann mein Rat an die Unternehmen immer, schaut, dass ihr den Weg für die Bewerber so leicht wie möglich zu euch macht. Sie hat mir bewusst gemacht, dass es eben natürlich der Externe nicht kennt, was wir anbieten, und es erst dann eine Möglichkeit gibt, darüber zu reden, wenn er schon den Schritt zu uns gefunden hat. Aber genau diese Schnittstelle gilt es einfach natürlich auch zu schließen und dass ich mich als Betrieb in einer gewissen Form auch gegenbewerbe. Also dass ich mich für einen, ja, Bewerber dann interessant mache. Für mich ist wichtig, dass man die Mitarbeiter wahrnimmt, dass sie auch sehen, eine Wertschätzung haben und dass das Ganze dann auch für beide eine Win-Win-Situation gibt. So wie das Unternehmen Reinick hier eine sensationelle Marke schon für ihre Produkte und Leistungen aufgebaut hat, da wollen wir jetzt hin, dass wir sowas auch für den Arbeitgeber Reinick bauen können. Die Hilfe der Handwerkskammer mit ihren professionellen Tipps, die auch die Anleitung zu der Umsetzung dieser Tipps gibt, war für mich sehr hilfreich.